die Gefahr der Pauschalisierung, Bauernproteste und die Schattenseiten der Berichterstattung. Seit Beginn der Bauernproteste in Deutschland sehen sich Demonstranten nicht nur mit politischem Druck, sondern auch mit einer problematischen Medienberichterstattung konfrontiert. Die jüngsten Vorfälle um Umweltminister Robert Habeck haben zu heftigen Diskussionen geführt und dabei wird deutlich, wie wichtig es ist, zwischen legitimen Anliegen und extremistischen Gruppen zu unterscheiden. Die Demonstrationen gegen die geplante Erhöhung der Dieselkosten und andere landwirtschaftliche Belange sind von ihrer Natur her friedlich und legitim. Die überwiegende Mehrheit der Bauern setzt sich für ihre Rechte und Anliegen ein. Doch die Schlagzeilen konzentrieren sich oft auf Vorfälle, bei denen Demonstranten radikale Symbole verwenden oder gewalttätig werden. Die Pauschalisierung, die wir in den Medien immer öfters vorfinden, verzerrt das wahre Bild. Es handelt sich um einige wenige Extremisten und die einseitige Berichterstattung lenkt nicht nur von den eigentlichen Anliegen ab, sondern führt auch zu einem verzerrten Bild der Bauernproteste. Die Medien sollten sich bewusst sein, dass Extremisten nicht die Mehrheit der Demonstranten repräsentieren und nicht die treibende Kraft hinter den Protesten sind. Es ist viel wichtiger zu betonen, dass die Bauernproteste eine tiefgreifende politische und wirtschaftliche Dimension haben. Die Forderungen der Bauern nach einer fairen Behandlung und Unterstützung in landwirtschaftlichen Belangen verdienen ernsthafte Beachtung. Die Diskussion sollte sich darauf konzentrieren, wie die Politik auf die berechtigten Anliegen der Bauern reagieren kann, anstatt sich ausschließlich auf extremistische Randerscheinungen zu konzentrieren. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen sollte die Berichterstattung differenzierter sein. Eine pauschale Darstellung der Bauernproteste als rechtsextrem lenkt von den eigentlichen Anliegen ab und führt zu einer Spaltung in der öffentlichen Wahrnehmung. Es ist an der Zeit, eine ausgewogenere Perspektive zu fördern, die die breite Palette der Anliegen und Meinungen innerhalb der Bauernproteste berücksichtigt. Ein Kommentar von Robert Langer. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, radikale Forderungen zu erheben. Warum nicht die Abschaffung der GEZ in Betracht ziehen? Dies war eine Produktion der Radikal Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.